Praticamente volevo dirvi che trovare una leggendaria in questo baule è la stessa cosa di trovare una epica in questo, alla fine è la stessa probabilità, quindi nuovo le hanno diminuite molto. Molto probabilmente noi troveremo tipo due fulmini e basta, e tipo truppe che non usiamo, solo quello troveremo. Però adesso allora apriamo questo, magari troviamo la leggendaria qui, anche se non credo. Lo schiaccio? 3, vai. Allora, 446 di oro, va bene. Cannoni, che bello. Sgherri, sì, certo. No, non troviamo niente, raga, ve lo dico io. Allora, Goblin. Ma neanche le epiche, secondo me, ci sono. Dai, se c'è la rara, va bene. 16. Oh, che bello! No, questo è bellissimo. Raga. Raga. Porca miseria! Porca miseria! My God! Porca miseria! Raga, sto tremando! Raga! Non ci credo! Non ci credo! Tipo, guardo dal telefono che sto registrando. Tipo, mi sembra di guardare un video su YouTube. Raga, guarda, sto tremando. Porca miseria, stavo per cadermi il telefono. Raga, arriva il bello. La apro a occhi chiusi, ok? Adesso chiudo. No, aspetta, la apro. Vediamo, sono 7 carte. C'è la leggendaria. Secondo voi c'è la leggendaria? No, 6 carte. Dopo mi riguardo il video. No, 6 carte. Meno 5 carte. Meno 3. Meno 4 carte. Sono teso. Meno 3 carte. Meno 2 carte. Meno 1 carta. E questa dovrebbe essere l'ultima, raga. Comunque, voi adesso lo saprete, secondo me c'è tipo due fulmini. E... No, raga! No! Raga, non ci posso credere! Qua, porca miseria! Porca miseria! Non ci sto credendo! Porca miseria! Dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Mahlsdorf-Karlshorst gelangt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Butter. Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer sind Sie? Dass Sie es wagen, Sie meinen Befehl zu widersetzen! Weit ist das einfach gekommen. Das Militär hat mich belogen. Jeder hat mich belogen, sogar die SS. Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge. Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Ist das Feiglinge, Verräter, Versager? Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes. Sie ist ohne Ehre. Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält. Jahrelang hat das Militär meine Aktionen nur behindert. Es hat mir jeden nur ein Widerstand in den Weg gelegt. Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin. Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden!
Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke. Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden es saufen in ihrem eigenen Blut. Bitte gerne. Jetzt beruhig dich doch. Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig. Eher jage ich mir eine Kugel durch den Kopf. Tun Sie, was Sie wollen.